Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Wano. Ich bin heute wieder zusammen mit Mr. Simpson unterwegs. Hallöchen. Hallo. Und wir schauen uns die neue Map an, die, keine Ahnung, letzte Woche, also am 18. oder am 17., glaube ich, in einem relativ großen Patch rauskam. Es gibt einiges an Veränderungen. Ich packe euch die Patch-Notes mit in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal selber nachlesen. Es gibt auch eine primäre Veränderung, wenn es um die Größe des Spiels geht. Das haben sie wohl irgendwie reduziert mit ein paar Veränderungen. Aber dadurch ist der Patch relativ groß, also 5 GB. Aber soll sich wohl am Ende auszahlen. So, wir haben hier eine neue Map bekommen. Ripple heißt die. Und ich sehe schon, es gibt zwei Eingänge. Also es gibt von rechts und von links Karteneingänge. Und ich bin hier mit der 35. wieder unterwegs. Das heißt, mit der, die man vorgezogen aufstellen kann. Jetzt gucke ich gerade. Ach, hier, stimmt. Bei der habe ich ja, das ist ja so strange bei der dieser Division. Ich habe hier Versorgungs-Jeeps. Die haben gerade mal 250 Versorgungspunkte enthalten, die. Aber davon habe ich 24 Stück und die kosten nur 20 Punkte und die kann man tatsächlich vorgeschoben aufstellen. Aber dafür habe ich ja bei der Division nicht so viele Panzer dabei, genau. Panzer? Was ist denn ja hier das Panzergebiet? Ja, ich überlege gerade, es könnte links der Gregory-Punkt sein oder halt die komplette Mitte bei Konstantin ist natürlich auch relativ offen. Und Anna rechts ist auch, also es ist insgesamt eine relativ offene Karte. Du kannst höchstwahrscheinlich an der, wo sind denn hier, ach hier, an dieser Ridgeline kannst du höchstwahrscheinlich gut stehen und von oben das ganze Gebiet abdecken, ja. Wenn du da mal, na wobei der Wald unten, der behindert das ein bisschen, aber auf der rechten Flanke auf jeden Fall kannst du auf der Ridgeline echt das, die ganze Freifläche abdecken. Ich weiß jetzt nicht, du hast die 79. Ich weiß nicht, wie die ausgestattet ist. Was hast du da so an Einheiten? Ich habe Hubschrauber, Panzer. T80. Okay, na dann sage ich, habe auch T80er, aber halt wie gesagt nur 9 Stück und die kosten halt auch 200 bei mir. Du kannst ja mal sagen, ob du links oder rechts spielen willst. Ich glaube, ich nehme rechts. Okay, ich würde dich da ein bisschen unterstützen, weil das ja das Hauptgebiet ist. Ich guck mal, dass ich links halt irgendwie diesen Gregory Point halt. Ja, dass man da irgendwie mit einem paar Scouts das Ganze. Hallo. Was ist denn? Ist auch so ein neues Ding. Jetzt kann ich das Vision Tool. Jetzt geht's wieder. So, Panzer. Ja, hier meine wunderbare D44 85mm Pack. So, und die haben ja hier diese. Hatte ich nicht noch irgendwie solche komischen Mörser oder hatten das nur die NATO-Division? War das die hier? Das waren, glaube ich, die hier, genau. Okay. Infanterie. Also dieser offene Punkt ist echt tricky, ne? Also. Habe ich denn einen Offizieren dabei? Also gerade, also ich bin da bitte der ist ziemlich kompliziert. Ja, ich bin auch gerade hier so unsicher, wie ich das mit diesen, wie ich den Offizier da am besten beschütze. Weil, echt schon tricky hier.
Gucken, ob wir den Scout noch irgendwo anders hinsetzen können. So. Ich will auch nicht so viele Punkte in diesen Crack. Also ich will nicht so viele Punkte da verballern, weil der Gregory-Punkt ja auch nur einen Punkt bringt. Das ist auch nicht. Ja, die meisten bringen nur einen. Ja. Also du machst von vorne den. Gut. Ja, ja. Ich kann einen Hubschrauber nehmen und. Ja, ich hab halt viele Einheiten, die ich vorgezogen aufstellen kann. Logistik. So. Also ich habe jetzt einen Offizier, den ich links in Gregory reinstelle. Ich habe einen Offizier, den ich bei Elena reinstelle. Du nimmst du Center. Konstantin bringt 2 Punkte. Ich guck mal, ob ich Konstantin irgendwie... Dimitri brauche ich noch einen. Stimmt, Dimitri bringt ja auch 2 Punkte, sehe ich gerade. Wie viele Punkte hast du noch? Oder ich? Wenn du noch Punkte hast, dann mach du das mal, weil ich bin jetzt nur noch bei 85 Punkten. So. Ich habe jetzt noch gar keine Flugabwehr gerufen. Habe ich irgendwas flaktisch? Die kostet zu viel. Naja, gut, okay. Muss so gehen. Ich wäre soweit. Ich auch. Ja, dann. Bin gespannt. Also die Karte an für sich. Also das ist ja der Trend, den sie jetzt in den letzten Patches schon eingeführt haben, dass sie vermehrt auf so offene Karten gehen, also sehr offene Bereiche. Das war wohl auch das Feedback wohl aus von der Spielerschaft. Das ist aber natürlich mit Divisionen, die eher so auf Infanterie setzen, was ja auch eher der Trend jetzt auch wieder ist, dass mehr auf, also weniger auf so gepanzerte Divisionen gesetzt wird, dass das echt schwer zu spielen ist, so. Okay. Ist auf jeden Fall gerade noch ordentlich im Plus. Hubschrauber. Ah, Hubschrauber sind scheiße. Ich hab noch keine Flak. Ja, jetzt legt mir da schon mein... Aber jetzt sehe ich gerade nur Hubschrauber. Ja, das sind diese beschissenen Scout-Gazelle-Cannon-Hubschrauber. Die sind übel nervig. Oh, jetzt hat er schon meine 85er entdeckt dort. Verdammt! Und nimmt sie auch auseinander. Ich hätte direkt Flak mit reinbringen sollen. Das ist jetzt richtig ekelhaft hier. Also die kriegst du zwar übel einfach runter,
Aber die nerven halt trotzdem. Fein, dass ich da jetzt schon eine Pack verloren habe, ärgert mich. Okay, die sind weg. Links. Naja, kommt jetzt hier links ein bisschen mit ekligen Einheiten. Oh, Fliegerfaust, hau ab. Noch mehr Panzer. 2A3. 2A3 bei dir, okay. Ja. Das ist natürlich nicht so cool. Ich brauche hier mehr Aufklärer. Gut, ja, der Panzer. Vielleicht kann ich das ja mit Artillerie irgendwie in den Griff kriegen. Wie sieht denn das in der Mitte aus? Entspannt. So, die Versorger müssen mal da hängen. So, hallo Panzer. Der hat da eine Flak stehen. Auch noch angehangen. Ein LKW dran. Ah, er nimmt mir jetzt gleich den Offizier hier links raus. Edel. Komm schon, nimm den nimm den Panzer da raus. Oh shit. Scheiße, der Panzer. Ja, das ist der Offizier jetzt gewesen auf der linken Seite.
Er führt zumindest links kein Offizier nach. Er pusht schon ordentlich rein hier in die in die Stadt. Oh geil, ja, okay. Fuck, ey. Mist, also links nervt er. Links hat er jetzt auch den Punkt schon eingenommen. Er führt das mit plus 4, wo hat er denn noch ein... Ach, er hat rechts Anna auch eingenommen, scheiße. Ich tippe mal auf Artillerie, dass ich mit Artillerie irgendwie klein geschossen hat. Ah, ich habe ihm den Offizier wieder rausgeschossen. Ding ist aber, dass ich jetzt hier keine Aufklärer habe. Auf der linken Seite. Und da den Offizier auch wieder reinzubringen, ist halt ultra schwer. So, mal hier noch Infanterie reinsetzen. Eieieiei. Habe ich den Offizierpanzer? Nee. Das ist halt auch. Irgendwas. BRM1 als Offizier habe. Nee, das sind Scouts. Mist. Habe ich irgendwas, was gepanzert ist als Offizier? Nicht wirklich. Infanteristenoffizier habe ich. Ich will meine Panzer halt hier auch nicht so weit vorschicken, solange ich kein Spotting habe. Hab ich aufgepasst. Hallo Flak. Ich nehme mich raus. Meine Artillerie gar nicht ran. So, Leo 1 A5 habe ich hier und M48. Ach, und Heimatschützen direkt vor mir hier. Der kleine Sack. So, dann müssen wir ihm da mal... Die M48 sind insofern nicht das Problem für meine T80er.
Oh, ja gut, das habe ich ein bisschen aufgerollt in der Stadt. Es waren jetzt drei Panzer auf einmal. Aber wieso führt er denn immer noch? Wir haben doch jetzt Anna rechts wieder. Hat der vielleicht Konstantin? Naja, der hat die Mitte. Aber der Offizier ist sogar offen. Hast du eine Arte, die darauf rotzen kann? Warte mal, ich versuch's mal mit einem HE-Flugzeug auf den Offizier. Ich weiß nicht, wie viel Flak er da stehen hat. Auf jeden Fall noch ein Geschütz angehängt. Das sehe ich. Aber da hätte ich eher Cluster draufsetzen sollen. Was haben wir denn noch? Habe ich noch eine Artillerie? Das Flugzeug geht raus, aber kannst du. Ja, der Offizier ist zumindest verschwunden. Du aufpassen mit deinem AT dort. Der hat da definitiv Flugabwehr stehen. Ich hab da ja gerade schon. Ja. Fliege zwar. Ah, hinten auch noch. Ja, okay. Ich habe probiert, die Flak da rauszunehmen, aber hat nicht funktioniert. So, wie sieht's denn aus? Rechts hin. Rechts, der Punkt ist es. Hatten wir den nicht gerade schon in Punkt rechts? Ja, aber es war anscheinend wieder reingefahren. Okay, das ist gut, weil dann führen wir nämlich jetzt mit plus 1. Okay. Der fährt hier durch die Berge, das ist scheiße. Der. Dabei wird er nämlich gespottet. Da habe ich denn jetzt zweimal Mörser? Scheiße, war ein Panzer. Jemand, der ist durchgefahren. Ja, der hat noch diese M48er, die sind halt scheiße. Okay, der holt gerade den Kommandant wieder ran. So, Heimatschützen. Weg, links. So, Arti. Ja, ich habe jetzt zweimal Arti verloren jetzt. Чего?
Wieso lädt er die denn hier eigentlich nicht, die da stehen? Jetzt kommt er wieder mit so einem blöden Hubschrauber, ey. Liebe. So, mach das mal so. Ah, du schießt genau zwischen die Lücke, ne? Da liegen mit der Raketenartig gerade. Ich wollte echt genau da voll reinhalten. Sind mir links meine Flugabwehr raus, das ist natürlich nicht geil. Oh, Leo 2A3, jetzt wird's lustig. Ja. Komm, zoom, mach hin. Ja, ich hab ihm da Artillerie rausgelockt. Wahrscheinlich. Ja, bei dir, aber bei mir kommt auch ein 2A3 gerade. Aber meine T-80er, oh, er zeigt die Seite. Oh, die treffen beide nicht, verdammt. Jetzt ist kein Spotting mehr da. Komm zu. Ah, ist noch. Ah, ist gut. Ah, nee. Oh. Ja, die haben sich getradet. Scheiße. Ist gut. Wieso ist denn hier gerade ein LKW aufgeploppt von ihm? Ich brauche mal. Lack geht raus. Also der hat ja in der Mitte halt so viel stehen, aber er kommt halt irgendwie nicht weiter. So, mal gucken, ob ich den Scout da in das Gebäude reinkriege, um da ein bisschen mehr Aufklärung zu haben. Ui, was ist denn hier hinten alles? Hast du ein Wespennest gefunden? Ja, keine Ahnung. Guck mal hier, alles. Ja, ich seh's schon. Ja. Aber ich muss leider nicht mehr bewaffnet, das ist blöde. Warum schießen die denn nicht? Muss ich die erst aus... Müssen die erst ausgeladen werden? Nee, eigentlich nicht. Hä? Jetzt, okay. Komisch. Scheiß. Meine Art. Ah. Er hat meine Art gecountert. Ah,
Heimatschützen greifen da meinen Scout jetzt an. Zone verlassen. Achso, ja, jetzt hat er die Zone rechts wieder. Seine Flugabwehr. Warte mal, ich könnte noch mit einer. Ah, jetzt ist es unspotted, okay. Ja, irgendein Flak steht da. Hatte ich nicht noch einen Versorger geholt? Ach, der ist noch unterwegs. Scheiße. Oh shit. Die Panzerrakete, die gerade durch die Gegend flog, weil sie den Fokus verloren hatte. Was nimmt er mir denn da raus? Ach du lieber Himmel! Der hat es irgendwie geschafft, hier hinzukommen. Der sitzt in dem Gebäude. Guck mal, was da alles von mir steht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Das verstehe ich auch nicht, wie der da reinkommt. Krass. So, Leo 2A3 haben wir da halt immer noch vor uns. Und ich habe keine gute Flak hier drüben. Klar nimmt er mit der Milan 2. Ach, jetzt kommt er mit den Pionieren durch den Wald. Nimmt mir dort meine. Ach, Scheiße. Schwierig. So, erstmal hier die Infanterie da loswerden. Alter, was da alles steht! Guck mal! Ja.
krass. Also. Müssen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Das kann ja so nicht sein. Problem ist, dass er jetzt auch irgendwann mit Milans da kommt. Und er hat den Punkt links schon wieder. Das ist natürlich kacke. Ich brauche einen weiteren Scout hier. So, er pusht jetzt wieder in die Stadt in der Mitte rein. Hatte ich nicht noch irgendwie Artillerie hier mir hochgeholt oder ist die rausgegangen? Was ist denn los? Ich krieg rechts den Punkt nicht. Jetzt rechts außen. Jetzt habe ich auch keine Kommandanten mehr. Oder? Infanterie. Ja doch, so ein Infanterie habe ich. Für mit plus 4 jetzt. Scheiße. Welche andere haben noch? Damit. Keine Munition mehr. Shit. Ja, plus 4 ist jetzt kacke. Okay, rechts ist jetzt wieder offen, das ist gut. Das ist bloß noch plus 3. Da ist ein Offizier. Leo 2A3, scheiße. Oh, nimmt mir ein T-80 raus. Diese scheiß Milan 2, die ist so assi. Ja, also jetzt hat meine ganzen Panzer jetzt verloren. Scheiße. Und vor allem Leo 2A3, das ist jetzt, Das ist ein Super Puma. Keine Ahnung, brauchst du rechts einen Offizier? Rechts, ich hab noch einen Infanterist als Offizier, ja. Wo sind mein Scout-Hubschrauber? Oh nein, jetzt haben wir auch den Punkt verloren. Ach
Was der Scheiße, da den Kommandanten. Ja, da brauche ich jetzt einen Kommandanten. Ja, sieht nicht gut aus. Super Puma scheint ein Hubschrauber zu sein. Oh, jetzt zieht er den Offizier so weit zurück, dass sein Hubschrauber nicht mehr rankommt. Steht der scheiß Offizier in dem Punkt drin. Milan. Was macht denn hier mein Anti-Air-Hubschrauber? Warum fliegt denn der nicht los? Jetzt. Dass der die unbewaffneten Transportsachen immer nicht automatisch angreift, das nervt mich übelst. Logistik. Ja, trotzdem plus 2, das werden wir jetzt verlieren hier. Jetzt müsste ich hier irgendwie noch einen Offizier ganz schnell reinbringen, das dauert aber höchstwahrscheinlich zu lange. Ich brauche den einen Punkt halt noch als Offizier, aber ich kriege da jetzt keinen hin. Das ist das Problem. Ah, Flugabwehr, weg. Hubschrauber. Oh, ich habe einen Panzer, Ich habe noch einen Panzer. Es ist schwierig. Ja, das war jetzt blödes Timing. Würde ich sagen. Oh, das wird knapp. Jetzt hat er rechts wieder, links wieder einen Offizier drin. Ne? Das heißt, es bleibt bei plus 2. Jetzt ist plus 1. Oh, das ist arschknapp.
Jetzt haben wir es wenigstens erstmal ausgeglichen, aber das Ding ist, von der Führung sind wir trotzdem weit weg. Zumal ich halt immer noch schlechte Flak hier habe. Ach, ich muss mal kurz. Ich habe die, ich hab den Schweine-Livestream im Hintergrund noch laut laufen. Ich wundere mich gerade. Hä? Ja, ne, die ganze Zeit diese Geräusche, ja. Hörst du das oder was? Nein. Hören du es nicht. Aber Bacon und Schnitzel laufen gerade im Hintergrund noch. Ich muss mal kurz hier raustappen und die mal leise machen. So. Sorry für die. Für die, die das Video gucken, Entschuldigung. So, hat er noch irgendwo Flugabwehr? Das ist halt die spannende Frage. Oh nein, er ist doch schon wieder. Er ist schon wieder irgendwo hier. Und zerstört meine Fahrzeuge in der Anfahrt. Das ist immer übel nervig. Ja, der, ich sehe schon der mittlere, Der ist durch, der Bereich. Ja, damit verlieren wir den Punkt und damit sind wir jetzt, ja, ist er wieder bei plus 1. Die Flak haben sie ja auch verändert, irgendwie die Einzielzeit. Das ist übel nervig. Ja, okay, Flugabwehr steht auch da. Jo, was macht denn meine... Greift die auch überhaupt irgendwas an? Alter, wie viel... Alter, was kommt da denn alles? Okay, cool. Ja, das war jetzt irgendwie so... Hallo. Schön. Darf ich das noch in der Mitte kurz mal mit meinen Hubschraubern guten Tag zu sagen? Die stehen alle auf einen Haufen. Ich schalte mal rein. Der hat überall Infanterie in den Wäldern stehen, ey. Das ist übel krass. Na los. Haben die keine Munition mehr oder was? Doch. Countert jetzt hier mit der Artillerie auch. Ja, da ist überall Flugabwehr. Okay, das sind meine Hubschrauber jetzt gewesen.
Haben wir noch kurz Hallo gesagt in der Mitte? Ah, da ist der Kommandant. Kommandant, los, rauf, rauf, rauf. Gott, ein Roland 3. Ich glaub's doch nicht. Noch ein bisschen Schaden gemacht. Ja gut. Ach, die Pumpschrauber, jetzt gehen sie raus. Keine Munition mehr, lol. Was schreit der denn so? Die Jungs, ihr seid eh gleich. Ach, das Flugabwehrgeschoss hat keine Munition mehr. So, 95, 96, 97. Dete, war's. Ach nee, warte mal. Was? Nein! Was ist denn da gerade passiert? Ich kann ja genau sagen, ich hab im Mittelpunkt den Kommandanten rausgeschossen mit der Arti. Ja, wie geil! Okay, haben wir noch ein paar Sekunden. Wie geil. Ein Punkt vorm Ende. Ja, ändert jetzt trotzdem nichts. Nee. Also meine T-80er brauchen auch in den rechten mittleren Punkt zu... okay, gut, das war's. Hat er einen Offizier da drin. Aber... Ach so, du hast rechts auch wieder erobert. Das heißt, es ist immer noch plus minus null. Okay, jetzt ist vorbei. What the fuck? Oh Mann, ey. Also ich meine, 7800 Abschüsse, 6200, also ich meine, so ist es nicht. Ja. Aber er hat halt einfach die Punkte besser gehalten. Und vor allen Dingen, was mich auf der linken Seite genervt hat, wo man bei der Karte anscheinend sehr aufpassen muss, das sind diese ganzen Waldwege. Da hat er so viel Infanterie versteckt gehabt. Und ich habe das auch teilweise gar nicht mitbekommen, dass er mir dort immer schon in der Anfahrt teilweise die Einheiten zerstört hat, was natürlich ultra nervig ist. Aber trotzdem, die Hubschrauber auf der linken Seite haben echt guten Job dann gemacht. Die hätte ich viel eher einsetzen müssen. Na gut, die Karte muss ich auf jeden Fall nochmal spielen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Mitspielen, Mr. Simpson. Habe ich gern gemacht. Und mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt, Gmonfeng, Kulle, Grovin, Cortano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.